Schwein will die Straße überqueren, es ist nicht allein. Du sitzt in deinem Auto, Tränen verschmiert. Schon wieder Regen, schon wieder Regen. Die Scheibenwischer quälen sich, sie werden gescheucht. Sie werden weiter gescheucht. Von dem Tief aus England, von dem Tief aus England. Links und rechts biegen sich die Fichten. Ein paar sind schon gebrochen. Der Käfer, dieser Scheißkäfer, dieser verdammte Scheißkäfer, ein Mörder ohne Anklage. Tiere kann man nicht verknacken, sie gelten als Sachen. Tiere kann man nicht verknacken, sie gelten als Sachen. Wenn sie irgendwo auf dieser Welt ihren Pfleger angreifen, ja, was dann? Ich vermute, vorher, also bevor sie in das neue Zuhause kommen, die zwei Ameisenbären, artgerecht natürlich. Was für eine allgemeine Übertreibung, eine klitzekleine Übertreibung, Fragezeichen, Anführungsstriche unten. Sie fangen die Viecher, oder noch viel besser, sie tauscht mit anderen Zoos und wundern sich über Reflexe, über Instinkte, über ihre Triebe. In Tierparks irgendwo in Westeuropa mit seinen Staus, vor dem Eingang ein Indigener aus Holz innen. Die wurden hier auch mal gehalten im Tausch gegen ungläubige Blicke von Kritiklosen und deren Talern. Sie wurden eingeschläfert, sie wurden eingeschläfert, sie wurden eingeschläfert. Ich finde, du hast schon viele Sachen sehr richtig gemacht. Was dir fehlt, ist Zeit, um das Monster in die Kiste zu locken, damit es Ruhe gibt. Es soll dich nicht mehr betäuben. Dein Leben muss neu geschnitten werden. Und das geht nur ohne seinen Einfluss. Wenn du alles genau aufbröselst, bist du noch länger damit beschäftigt. Aber scheinbar hilft es dir. Flocken. Der Tränensack ist alle, der Mund jetzt trocken. Du musst andere Wege gehen, bewaffnet. Dich berühren nur noch Taschenkrebsscheren und Trophäen in der Jägerstube. Verdammt, reiß dich zusammen, mach die Rückspiegel blind. Er ist weg, das weißt du doch, und zwar schon länger. Sonst knackt's in der Psyche, wie beim gefühlsmäßig anfälligen Jungen, der immer wieder seine Mutter ausgräbt. Stand doch in der Zeitung, bis sie endlich verbrannt wurde. Er klaute die Urne und rauchte die Asche. Willst du so weit fliegen und nicht landen können? Willst du so weit fliegen und nicht landen können? Danach zur Tablettenausgabe, wo es ein Stück Krapfen gratis gibt. Ein Krapfen für die Affen, die gehorchen und keine Kunststücke mehr dürfen. Das willst du nicht wirklich, das willst du nicht wirklich, das willst du nicht wirklich, das willst du nicht wirklich. Wegen deinem Gejaule! Wegen deinem Gejaule!
Rasenmähern, die Notration vom Christkind. Und bloß nicht aufrechnen! Bloß nicht aufrechnen! Freiwillig.
Na los, ein Vogel, den Vogel, ein Kleiber, wie wunderschön. Und da die beiden Ameisenbären, wie sie ihn wegsaugen, ihre Notration, oder wer weiß das schon? Diesmal hat es echt lange gedauert. Irgendwann im Frühjahr, wenn der Schnee zu Wasser wird und das Wasser zu Regen, der auf deiner Haut, weißt du noch? Ein Wildschwein will die Straße überqueren, du bist nicht allein. Du sitzt in deinem Auto und lachst.